Ich habe Angst, mein Freund. Pavel, Pavel, da bist du ja wieder. Gott sei Dank bin ich froh, dich zu sehen. Gib mir Mund, Skelly. Ah, das war genial. Gut überlegt. Bereit? Gut. Erster. Erster, zweiter. Das für ein Drecksloch. Mir nach. Sieht nicht sehr gemütlich aus. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Die Oberfläche sogar? Da bin ich gespannt. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Kumpel. Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. So, Tabulator-Eintrag. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Moment, Tabulator, ich möchte Eintrag lesen. Geht jetzt nicht. Egal, später. Setz die Maske auf und den Filter. Hey Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Ja. So, in der Oberfläche kannst du immer mit der Gasmaske. Ja, okay. Schon weißt leicht du, kaputt. Ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Oh, so hell. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte, 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 warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Wo? Okay. Sehr schnell. Meine Güte. Wow. Was für ein mistiges Wetter. Wow. Viel Radioaktivität hier oben. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Schnell dahin. Hey, Kumpel. Sieh zu, dass deine Lampe aufgeladen bleibt. Die Verdeckung, achte auf die Seite. Langsam jetzt. Warte, Lampe. Lampe. Fast leer. Jetzt voll. Wow! Ich glaube, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Sieh mal in den Wartungsraum. Was da? Moon. Oh. Viecher, mein Freund. Viecher. Tür. Zu. Zu. Ist hier wer? Wow. Heftig.
Moon und Medipacks und Luftfilter. Sehr gut. Sehr gut. Was da? Ey, mach Licht. Oh. Nettes Gewehr. Batsch. Drücke G, um kurz Gasmaske sauber zu wischen. Was war das? Heiliger. Heiliger. Heftig. Da habe ich meine Pistole. Das. Und das. Reicht. Reicht, mein Freund. Bist du okay, Kumpel? Du bist ja voller Blut. Schrotflitter gefunden? Wir werden noch nützlich sein. Artyom, stopp! Blut, sofort! Oh! Teleporter! Meine Güte! Ein riesiges Ruder! Der Sturm treibt sie wohl an! Ruhig bleiben, Artyomitsch! Stücke gerissen! Das ist nicht noch Ärger! Puh! Scheiße, das war knapp! Na gut, Artyom! Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Oh ja. Schnell! Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Okay. Klemmt? Klemmt. Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Klemmt. Oh, damned. Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Oh. Okay, lass uns gehen. Filter. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom, ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja. Oh. Ja, hat nicht sein sollen. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Ja, scheiß Bilder. Artyom, was ist das? Oh! Scheiß Bilder. Meine Güte, sieh nur, die leben! Ich sehe scheiß Vergangenheit. Wow. Heilige Scheiße. Freund, du siehst blass aus. Oh. Okay. Das sieht nicht gut aus. Brauch Taschenlampe voll. Eintrag. Tabulator. So, Eintrag 2, den hatten wir auch noch nicht gelesen. Seit dem Tag, an dem wir in der Metro landeten, bin ich nur wenige Male an die Oberfläche gegangen. Die Hintergrundstrahlung ist dort zu hoch, sodass häufige Ausflüge für jene, die mutig genug sind, es zu versuchen, schwere Krankheiten zur Folge haben. Man muss an der Oberfläche ständig wachsam sein. Die Verschmutzung neigt dazu, ungleichmäßig verteilt zu sein. Es gibt Hotspots, die einem innerhalb von Minuten eine tödliche Dosis Strahlung verpassen können, während andere Stellen sogar bewohnbar wären. Gäbe es da nicht die Monster und die unerträgliche Atmosphäre? Das Auge kann zwischen einem sicheren Ort und einem Hotspot nicht unterscheiden. Dafür benötigt man einen Geigerzähler. Man kann auch nicht ohne Gasmaske an die Oberfläche gehen. Einst gehörte die Erde uns. Heute, auch wenn ich mich noch an den Sommertag mit meiner Mutter im Garten erinnere, kann ich kaum glauben, dass es jemals so gewesen ist. Ich kann nicht glauben, dass ich einmal in einem dieser riesigen Häuser gewohnt habe, die Tag für Tag in den Himmel ragen. Es ist, als wenn die Metro schon immer mein Zuhause gewesen sei. Trotzdem vermisse ich die Welt, die wir verloren haben. Die rote Linie ist einer der größten und stärksten Staaten der Metro und besetzt fast eine ganze Linie.
Doch solange ich mich erinnern kann, haben die Roten immer gepredigt, dass es hier ihr Ziel ist, der gesamten Metro den Kommunismus zu bringen, einen zerstörten Staat auch wieder aufzubauen, der auf den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit basierte. Das Problem ist, dass sich die unabhängigen Stationen so gut es geht von der roten Linie fernhalten. Das bedeutet, dass eine Wiederherstellung nicht ohne Konflikte möglich ist. Ja, die Roten sind keine Engel, aber was die Faschisten machen, das ist regelrechter Horror. Und ich bin froh, einen Verbündeten wie Pavel zu haben, selbst wenn er rot ist. Okay, gehen wir weiter durch das verlassene Flugzeug. Ah, gib Feuerzeug. Was? Wow. Wow. Was ist passiert? Scheiße. Wir verlieren Schub und die Motoren Double sind Turbo. Flug 767x54. Mayday, Double Turbo Tower. Mayday. Grazie. Scheiße, der Tower ist weg. Tonja, wir gehen runter. Wow. Tempo, wie schnell sind die wir? Instrumente sind ausgefallen. Ich bekomme keine Anzeige. Oh mein Gott. Scheiße, fixen wir schon. Die Hochmann sind schon Gasmaske auf. Atmen! Kaum möglich! Rauch! Ja, zu viel Rauch! Atmen! Kaum möglich! Was? Rauch! Ja, zu viel Rauch! Was soll ich machen? Atmen! Kaum möglich! Setz das Ding auf! Rauch! Mensch, Pavel! Artyom! Ach, Mist! Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen vier. Wie dieser hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Ja, besser ist. Nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Oh. Scheiße, ein Dämon! Mach ihn kalt, mach ihn kalt! Na wie? Wie? Wie kalt machen? Scheiß Dämon! Verdammte Dämonen! Mann, du schuldest mir was! Oder du mir? Alles klar! Schnell, wir sind fast da! Oh! Maybe back. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Wir kommen auf die oberen Etage! Wow! Zeit ist auch rum! Zeit ist rum! Geht kaputt! Ihr Mist sicher! Geht kaputt! Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke! Wir müssen los, sofort! Mir nach! Schneller! Schneller! Ach komm!
Wow. Komm her! Wo bist du? Ich bin da. Ich bin hier! Ich bin auch hier. Ach, da. Los! Hilf mir mal! Meine Tier! Schneller! Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Oh mein Gott! Oh mein Goodness! Komm und klar, Herr! Scheiße! Es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geh zur Rolltreppe! Ja, ich komme! Beeilung! Schnell! Ja, schnell! Mach Route! Mach Platz! Wir sind immer noch hinter uns her! Mach Platz! Zu! Aufmachen! Aufmachen, Gottverdammt! Lasst uns rein, ihr Bastarde! Oh! Haut ab! Haut ab! Da, bitte! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Schnell rein! Das war zu viel, eindeutig. Ein Kinderspiel, was? Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Okay. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Herrliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Du bist in Ordnung. Nein, drei Männer haben keinen Sinn. Mehrere Trupps, mindestens. Und jetzt geht ihr nicht. Wir müssen erst die Männer zusammen. Okay. Schöne Station. Die Faschisten sind sich bereit für den Krieg. Wovor flüchten sie im Reich? Und jetzt sind wir Freaks? Ah, das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. So, Pavel, was jetzt? Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren, Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann komm rein. Also, Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Okay, wir können uns aber nicht ausruhen. Können wir Sachen mitgehen lassen? Wer bist du denn? Der Boss ist gerade beschäftigt. Bitte warte hier. Okay, der Boss ist beschäftigt. Schade, was hast du da, eine Ratte? Oh, ich werde ohnmächtig. Haustier. Kriege schlecht. Kaum Luft. Beruhige dich. Atme tief durch. Alles ist in Ordnung. Gut, gehen wir mal da durch. Ding weg. Oh, was ist das? Tambulator, neuer Eintrag. Bolschoi, was? Bolschoi? Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Stadt ist in permanenter Vorbereitung.
Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jedem Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende in der Metro. Ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben. Und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. Okay. Kulturhauptstadt. Oh, da fegt jemand schön im Bassen hier den Boden. Was ist hier? Kocht da Suppe. Sieht eklig aus. Er überlegt. Hallo. Hallo zusammen. Oh, fette Schwein. Cool.